Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren der demokratischen Parteien! Zur Aktuellen Stunde der AfD muss zunächst gesagt werden, man weiß fast gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Die AfD hat noch nicht einmal mehr ein Thema für eine Aktuelle Stunde, und deshalb nutzen Sie diese Zeit hier für eine widerliche Selbstinszenierung. Eine Aktuelle Stunde, so sagt es unsere Geschäftsordnung, eine Aktuelle Stunde sollte ein aktuelles Thema in Hessen aufgreifen und wenn möglich politisch und relevant für die Menschen sein. Und da gäbe es so vieles, worüber wir diskutieren könnten. Die Menschen machen sich Sorgen um Corona, die Menschen machen sich Sorgen vor einer möglichen Ansteckung. Natürlich die massiven Einschränkungen, die es gibt, werden diskutiert. Die Situation in den Berufen wird schwieriger, wir haben es gerade gehört, und nicht wenige stehen vor existenziellen Nöten. Und was, frage ich mich, meine Damen und Herren, was findet die AfD in dieser Situation in Hessen wichtig? Die Moral im Landtag. Das ist nicht nur eine komplette Verfehlung des Themas, es ist noch nicht einmal ein Thema. Sie, meine Damen und Herren von der AfD, sind schlicht und ergreifend nicht politikfähig. Und weil Sie das nicht sind, versuchen Sie hier, die Demokratie verächtlich zu machen, von diesem Platz aus. Sie sprechen von Kartellparteien und anderen. Das ist der Duktus, den Sie hier reinbringen wollen. Und mit Moral im Landtag meinen Sie natürlich, dass die anderen Parteien nicht moralisch scheinen, aber die AfD selbstverständlich schon. Ich frage einmal, ist das eigentlich noch Politik oder kann das weg? Aber um kurz auf Ihre Initiative hier einzugehen, will ich sagen, was ich im Landtag moralisch finde und was nicht. Sie bekommen über 8.000 € im Monat für Ihr Mandat, und was kriegen Ihre Wähler dafür? Ein Teil der Fraktion kommt kaum noch zu Sitzungen. Ich weiß nicht, ob Sie keine Lust haben oder was auch immer. Frau Walter war ohnehin von Beginn aus ausgeschlossen. Als Gruppe sind Sie zerstritten. Ich sage nur Stichwort Stasi-Methoden. Was ich moralisch auszusetzen hätte, das wäre, dass die AfD in Kassel im Wahlkampf von einem Rechtsterroristen und mutmaßlichen Mörder von Herrn Dr. Walter Lübcke unterstützt wurde. Was ich unmoralisch finde, hier an dieser Stelle von der AfD, ist, dass die AfD in Hessen im Wahlkampf unterstützt würde von einem mutmaßlichen Serienbrandstifter in Frankfurt. Und Ihre sogenannte Jugendorganisation wurde unterstützt vom NPD-Mitglied, dem Schläger und Neonazi, der jüngst in Darmstadt Heil Hitler brüllend durch die Straße getobt ist. Wenn Sie das Wort Moral auch nur in den Mund nehmen, dann wird es schon amoralisch. Wenn die sogenannte Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, ist gar keine Alternative. Sie ist das Armutszeugnis von Deutschland. Und zuletzt, wenn ich sehe, wie die AfD hier im Landtag entweder ganz ohne Maske herumläuft oder mit Masken, auf denen steht, gegen den Corona-Schwindel, dann ist ein Punkt zum Fremdschämen erreicht. Sie wollen Verantwortung in diesem Land übernehmen. Niemals, meine Damen und Herren. Die AfD ist die organisierte Verantwortungslosigkeit, und das müssen wir hier sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und das hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Vielen Dank.